Wie komme ich in Kontakt mit Gott? Bleibt nicht ungehört, was ich zu ihm spreche. Vielen fällt das Beten schwer. Andere erleben Beten als befreiend. Hier dem einen sein Herz ausschütten oder in der Stille Gott suchen. Die kommende Woche mit dem Namen Rogate will uns zum Beten ermutigen. Im Wochenspruch heißt es: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Oder in einer anderen Übersetzung: Gelobt sei Gott, der mein Beten annimmt. Voll Güte wendet er sich mir zu. Welch ein schönes, welch ein ermutigendes Bild. Ja, Beten trägt diese große Verheißung. Und Jesus, unser Freund und Meister, gerade er war ein Beter. Gebet war der Weg zum Herz seines geliebten Vaters. Gebet war die Quelle seiner Inspiration, seines Wirkens. Gebet war der Ausdruck seines Angewiesenseins hin zum Vater und zum Heiligen Geist. Wie viel Gebet hinter all dem steckte, was er tat, sagte und bis zum Kreuzestod durchlitt, davon geben alle vier Evangelien Zeugnis. Hier einige davon. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Er ging auf den Berg, um zu beten, und verbrachte vor der Auswahl seiner Apostel die Nacht im Gebet zu Gott. Jesus lehrte seine Jünger das Beten. Er lehrte sie, zu seinem Vater zu beten. Und Jesus ermutigte und ermahnte seine Jünger immer neu zu beten und sagte: Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus nahm sich immer wieder Zeiten des Gebets. Darüber hinaus spürt man, dass er betend lebte. Ja, Jesus war ein Beter. Und er sagt zu uns: Folgt meinem Beispiel. Betet in meinem Namen. Betet zu meinem Vater. Betet für andere. Laut oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei oder liturgisch, betet. Hierzu gerne noch zwei Anregungen. In unserem OJC-Liturgieordner steht bei unserem Mittagsgebet ein Zitat von August Tholuck: Wer Fürbitte tut, nimmt teil an der Weltregierung Gottes. Ich weiß nicht, wie viel Motivation du für die Fürbitte hast. Dieses Zitat finde ich zutiefst ermutigend. Wer Fürbitte tut, nimmt teil an der Weltregierung Gottes. Warum nicht hier mal Zeit investieren und beten? Zum Beispiel bei oder nach den Nachrichten oder in einer Begegnung mit einem Menschen. Und eine weitere Anregung: Dietrich Bonhoeffer sagte, wir müssen aus unseren Sorgen Gebete werden lassen. Auch dies finde ich einen treffenden Gedanken. Statt sorgenvoll um etwas zu kreisen, was noch gar nicht eingetroffen ist, besser den anschauen und ansprechen, der die Welt in seinen Händen hält. In diesem Sinne wünsche ich viele neue, gute Erfahrungen mit dem Wochenspruch der kommenden Woche. Gelobt sei Gott, der mein Beten annimmt, voll Güte wendet er sich mir zu. Amen.